Also mein peinlichstes Erlebnis im Quatsch Comedy Club war tatsächlich, da waren wir noch im Imperialtheater auf der Reeperbahn. Es war einer meiner allerersten Auftritte. Ich war wahnsinnig nervös und ich bin von meinem Auftritt nochmal rausgegangen, eine Rauchmelde. Ich konnte wirklich nicht mehr von Lampenfieber. Ich war wirklich total drüber. Und dann bin ich zur Tür rein, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch wirklich zurück, weil gleich ist der Auftritt. Und sehe Thomas Hermanns an der Stange tanzen. Was ist denn da los? Und es war der Stripclub nebenan. Ich hatte mich in der Tür vertan. Und ich habe dann aber den Weg zurückgefunden und bin seitdem immer wieder sehr gerne hier.